So, ein bisschen Ruhe. Aufzeichnung. Die Artenvielfalt in der Region ist unwirklich niedrig, so ist auch unbekannt. Wir fangen mal ganz unten an. So, die Aurora hat einen Ort eines Rumschaden erlitten. Ursache unbekannte. Keine menschliche Register. Aha, so. The Na? Aurora suffered orbital hull failure. Cause unknown. Zero human life signs detected. Okay, Kupfer ist ein wesentlicher Bestandteil der gesamten strombetriebenen Ausrüstung. Deine Lösungswahrscheinlichkeit hat sich gerade erhöht, unwahrscheinlich, ja. Der Scanner kannst du verwendet. Selbstscan abgeschlossen. Lebenszeichen normal. Überwachung wird fortgesetzt. Das Leben auf diesem Planeten gedeiht in ausgeprägten und vielfältigen ökologischen Biomen. Weitere Untersuchungen empfohlen. Die Verwendung von fremden Lebensformen kann überraschende Ergebnisse liefern. Fremde Ressourcen zu nutzen ist eine bewährte Überlebensstrategie. Ah ja. Gut. Der Fabrikator wissen wir. Waffen wurden nach dem Massaker auf Opraxis Prime als Rettungskapselfabrikatoren entfernt. Das Feldmesser ist die einzige Ausnahme. Erhöhte Strahlungswerte in der Umgebung festgestellt. Die Tendenz spricht dich, ja genau. Silberhaltige Kabelsätze sind ein wesentlicher Bestandteil von vielen Basiseinrichtungen. Sehr schön. Ein bekanntes Problem von Höhlentauchen ist Orientierungsverlust, gefolgt von eventuellem Ersticken. Kriegen wir hin. Schwefelablagerungen in örtlichen Höhlensystemen festgestellt. Schwefel ist ein wesentlicher Bestandteil des Reparaturwerkzeugs. Oh. Achtung, zunehmende Schäden des Antriebssystems des Autobots kann zu einer Quantenexplosion führen. Jawohl. Kurzstreckenscans zeigen, dass dieses Biom eine umfangreiche Artenvielfalt beherbergt und Verbindung zu einigen kleinen Höhlensystemen hat. Kleine Organismen, Skelettstruktur, gut, Verzehr. Der Geschmack kann mit Salz oder örtlich vorkommenden Kräutern und Gewürzen überdeckt werden. Okay. Glückwunsch, Überlebender. Du hast eine wöchentliche Überlebensquote um 500% übertroffen. Die Daten zeigen, dass Schwimmen deine bevorzugte Aktivität war. Stelle sicher, dass du für dir eine gleichmäßigen Muskelaufbau dein Training variierst. Strahlungswerte, ja. Sekundärsystem, das hatten wir auch. Ja, das ist kaputt. Ja. Strahlenschutzanzug. Wenn man an synthetische Nahrung gewöhnt ist, ist es ganz normal, dass man davon abgeschreckt wird, den Kadaver eines Tieres zu essen. Aber wir haben ja tausende lange so überlebt, richtig. Wenig Lebensformen, radioaktiver Niederschlag. Genau. Strukturell, ja, ist niedrig. Gut, hier. Empfange zuvor aufgezeichneten Notruf. Spiele ab. Hier spricht Kessel-Magistrat. Laden Sie unsere Koordinaten hoch. Wir stopfen einige Löcher in den Notfallsegleiter. Also, wenn wir zu spät zum Treffen kommen, keine Panik, aber bitte gehen Sie nicht ohne uns nach Hause. Ernsthaft. Drei Ende. So, Sunbeam. Ja, das ist okay. So, Schmierstoffe. Ja, ich weiß. Seegleiter erweitert deinen effektiven Erkundungsbereich. Ja. Die Scans zeigen einen Höhleneingang in der Nähe von. Ja, genau. Boah. Sunbeam. Genau. Keiner von uns hat erwartet, dass sowas passieren kann. Unsere Kapsel wurde von Heraufstürzen. Seemottendock fast zerstört, das hatten wir schon gemacht. So. Chlorbleiche, ja. Wenn man die tägliche Wasserration im Voraus zubereitet, wappnet man sich gegen Verdursten und möglichen Tod. Sehr schön. Konstruktionswerkzeug wurde zum Bau von Basen entwickelt, ja, das weiß ich, aber. Spiele zuvor auf solchen Notruf an. Hier spielt Rettungskapsel 6. Ich habe ein Passagier, ein Bord, Koordinaten. Okay. Okay. Ja. Okay. Aurora, wir erreichen jetzt den Planeten, haben einen Landeplatz gefunden, der besser ist als. Ja, genau. Genau, das war das. Ja. Ja. Schiff fliegt planetarisch an und beginnt mit oberflächlichen Scans. Registriermasse. Wo?
Ja, das weiß ich. So. Die Artenvielfalt ist, ja gut, das war nicht viel. Was haben wir hier? Ah, hier. Datenbank. Boah, Mist. Müssen wir das alles? Baupläne. Datendownloads. Oh. Da haben wir eine Menge. Daten aus Scans, violette Tafel. Diese kohlenstoffhaltiges Gerät ist leichter, als es aussieht, und hat ein Symbol, das einem U ähnelt und violett leuchtet. Obwohl die Energieversorgung immer noch funktioniert, lässt Algenwuchs auf die Außenseite vermuten, dass es schon vor Jahrhunderten, vielleicht Tausenden von Jahren zurückgelassen wurde. Auch wenn seine Technologie das Niveau der Föderation weit überschreitet, steigt, ist keine offensichtliche Anschlussmöglichkeit gibt. Sollte es trotzdem möglich sein, eine genaue physikalische Kopie des Geräts bei Bedarf herzustellen. Ja, für zu. Überlebende der Aurora? Ja. Ja gut, das steht ja da. Gut. So, der Degasi. Okay. Das ist alles ein bisschen viel. So, komm, raus. Ich weiß im Moment nicht so richtig weiter. Mich überfordert das Ganze so ein ganz kleines bisschen. Ich muss es ehrlich zugeben. Hier waren wir auch schon überall, ja. Und wir kommen hier auch, doch wir kommen hier raus. Und wieso kommen wir da nicht rein? Wir kommen da auch rein. Und das hier sehe ich jetzt zum achten Mal. Sieht gut aus, sieht sehr gut aus. Und die Insel schwebt, das wissen wir. Was bringt uns das Wissen? Nichts. Haben wir hier noch irgendwas zu finden? Ich weiß aus Recherchen, dass es hier nur drei Dingens gab. So. Ich würde sagen, ich suche jetzt ein bisschen Titan und baue endlich mal eine Basis. Und zwar einfach direkt an der Insel. Komm, machen wir jetzt. Weil dann haben wir erstmal in Sachen Nahrung kein größeres Problem. Schauen, ob wir vielleicht sogar direkt an der. Was ist das denn? Was ist das? Da stürzen Brocken herab. Können wir damit irgendwas anfangen? Ja, die Gazi-Basis kommen, lass mich in Ruhe. Wie tief geht's denn hier? Was ist das? Was bitte ist das? Ein Leuchtturm, klar. Logisch. Hier irgendwo was anderes. Ein Membranbaum. Ist der böse? Das schauen wir uns an. Okay. Davon haben wir einige.
So, und ich würde sagen, bevor wir jetzt sterben, 30 seconds. Na, bevor wir jetzt sterben, sagte ich noch. Oxygen. Ja. Oh fuck, das war's. Na, oh. Gut, das war der allerletzte Moment. Boah, hab ich da Bock drauf. Mhm. Ja, klar. Hm, Quarz ist neu, Salzablagerung, Kupfererz, Titan. Oh. Können wir irgendwas machen? Irgendwas? Scannerraum. Ja. 6-mal Titan für den Werkzeugraum. Aber wir brauchen ja erstmal einen Anfang. Bam, bam, bam. Hier haben wir aber nichts, oder? Ne, die Inseln an sich sind frei von Rohstoffen, oder? Was ist das denn? Ah, Scheibenkorallen. Ja, ich glaube, die sind auch wichtig für Devasis. Andere Seite der Insel. Dann können wir durchtauchen, können wir tauchen durch. Machen wir noch kurz das da. Rohstoffe gibt's hier? Gibt es hier Rohstoffe? Wir haben Höhlen. So. Nein. Ja. Irgendwelche Rohstoffe? Nee. Überhaupt nicht. Also Rohstoffe nur unter Wasser. Hm. Die Degasi-Basis wird nichts. Warte mal. Genau, Säurepilz, Batterien, Tiere, ja. Mengenweise, geologische Daten, Baupläne, kompostiert organische Material zur Energieversorgung. Ich brauche mehr Inventarplatz. In-Module Sonstiges, das ist das. Wie sieht es denn aus mit Transport? Ja, hier. Aha, Silikongummi, Titan und Lithium kann ich noch nicht. Seemotte, das wär's. Mhm. Da fehlt aber noch was. Ja, 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 die Degasi-Basis, die geht mir auf den Degasi-Sack, geht die mir. Weil wenn ich da in die Nähe komme, kommen sofort
ganz viele böse Fischi, Fischi, Fischi und machen mich kaputti, kaputti, kaputti. So. Komm, bisschen Knollenbaum noch mal. Sicher ist sicher. Oh, drei. Wow. So, okay. Wenn wir hier wenigstens einen Fabrikator bauen könnten. Ich bin überfordert. Was ist eigentlich mit der Aurora? Nee, ich weiß, was wir machen müssen. Wir müssen nochmal zurück zur Dingens. Kostet es, was es wolle. Uah, ja, zum Beispiel das Leben. Juhu. Die Degasi-Basis kann mich mal. Ich gehe nach Hause zurück, sammle mich so ein bisschen, plane mal so ein bisschen und höre für heute auf, weil ihr merkt mir schon an, ich bin ein bisschen angestrengt, weil es läuft nicht so, wie ich will. Ich habe immer noch keine Basis. Oh, ja. Was? Nochmal. R. Und dann. Stand. Da haben wir es doch. Batterie. Zack. Und wieder 100%. Geht doch. So. Ja, 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 ja. Oxygen. Sollten wir die Basis vielleicht dann doch gleich. Jetzt kommen die schon wieder. Warum? Ja, komm her. Noch andere? Nein. Was ist das denn? Ah, ich kann die zum Sammeln, merke ich gerade. Sind mir hier viel zu aggressiv. Dank der Signalboje weiß ich jetzt endlich, wo die Insel ist. Wenn es überhaupt die einzige ist, ich weiß nicht, vielleicht gibt es ja noch eine andere. Was ist denn das da? Ach, genau. Von denen wissen wir immer noch nicht, für was wir sie brauchen. Aber da unten ist massenweise Zeug. Können wir da... Nee, das sieht doof aus. Und wir haben immer noch kein Schneidewerkzeug, gell? Ja. So. Also... Ich gehe jetzt da rein und mache ich für heute Schluss und dann gucken wir mal, wie es weitergeht mit Subnautica, weil was irgendwie... Achso, nee, da ist ja noch eine Nachricht, die hören wir dann als nächstes noch. Dann... Jawohl, ja. Oh. Komm, die hören wir auch schnell. This is LifePod 4. Schon wieder einer. We've landed close to the Aurora. Aha. Flotation device is active, but we've got some big old fish in the water with us, and I don't know how long we're gonna last. We're close to the crash site, so bring radiation protection. Four out. Mhm. Signal coordinates corrupted. Approximate transmission origin recorded to data bank. Alles klar. Sehr schön. Gut.
Die Nachricht hätten wir auch. Ob die uns weiterbringt, weiß ich nicht. Aber so, den nehmen wir. Und alles Weitere dann in der nächsten Aufnahme. Okay, ciao.